Rätsel nicht lösen kann. So, weiter geht's. Willkommen in der zweiten Folge. Kommt schon, ihr müsst eure Hände frei haben. Ja, kommt schon, wir müssen jetzt losgehen und machen, ne? So, wir müssen unsere Hände frei machen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Diese Fesseln schneiden sich nicht von alleine durch. Ja, ist ja gut. Lässt uns ja nicht mal die Willkommens, die... Oh! Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Das wäre echt nett, weil wir haben ja schon einigen Schaden erlitten. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Ja, in welcher Kiste wird das wohl sein? Hm, weiß ich nicht. Ja, hier. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Oh Gott, der Typ nervt aber auch. Ich will auch erstmal den Charakter hier anschauen. Guckt doch mal, was haben wir denn hier? Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Ja, können wir uns irgendwie umsehen. Ach, guckt euch das an. Es muss ein, zwei Schwerter in diesem Ist der nicht? Seht euch um. Hübsch. Naja, alles andere als hübsch. Gut, deswegen. Eine Ausrüstung. Ja. Kaiserliche leichte Ausrüstung. Eisenschwert können wir uns auch mal. Wir können einfach alles. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Ja. So, dann. Hier. Ja. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wie geht das jetzt? So, Tab. Objekte. Alle. Zack. Zwei. Gönnen wir uns hier mal die ganzen Sachen. Ui, das hat mir ganz schön viel Ausdauer gekostet. Das, der grüne Balken unten rechts ist übrigens die Ausdauer. Ja, auf. Lauf. Kommt, hier entlang. So, somit können wir blocken. Alles klar. Zack, damit können wir einen schön auf die Mütze hauen. Los. Der Drache zerstört die Könnt ihr mal sagen, was ihr besser findet? Also ich finde eigentlich die Ego-Perspektive fast schon besser. Ich bin außer Atem. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. So, Ausdauer niedrig, alles klar. Solange... Boah, da konnten wir den Angriff eben blocken, aber das wird... Zack, da haben wir den endgültigen Stoß, endgültigen Schlag gemacht. Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufmache. Jetzt können wir das Ding durchsuchen. Was hat er denn dabei? Ein Zweihänder? Den haben wir doch auch, oder nicht? Ne, haben wir nicht. Dann gönnen wir uns den mal. Panzerhandschuhe. So, hat der andere vielleicht noch ein bisschen Gold mit? Wo ist sie denn? Hier. Pelzschild. Streitkolben? Nee, das haben wir schon so. Objekte. Wo ist denn das Pelzschild? Das könnten wir eigentlich. Warte mal, Eisen 2. Ach, zwei Hände muss man dann mit zwei Händen tragen. Das ist natürlich dann. Naja. Ja. Gehen wir weiter. Weiter geht's. Gibt's hier noch irgendwas zu angeln? Nein. Doch, Kohl. Komm, den. Oh. Da haben wir doch tatsächlich einen Wagen hier mitgenommen. Komm, nehmen wir den mal mit. Weiter geht's. Zack, zack. So, ich drücke mal Shift irgendwie wegen Minecraft, weißt du, dass man da rennen kann und dann. Ui. Dann bricht alles zusammen. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr vorbei. Nein. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Ja, voll gemerkt. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Hey! Was? Hier drüben! Oh, da habe ich. Oh, da habe ich meinen eigenen Mann eben getroffen. Komm. Scheiß voll. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Ein alter Raum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Ja, das war richtig knapp. Ich hätte den eigenen Mann fast hier getötet. Eine Streitaxt, naja, bringt uns nicht weg. Wobei, den können wir mal mitnehmen, denn dann können wir das sogar mit einem Pelzschild, ne? Wobei, so ein Kriegshammer ist natürlich eigentlich auch, aber der ist schon schwerer. Das heißt, da können wir nicht so schnell schlagen. Deswegen sage ich mal Eisenstreitaxt. Och, das muss ja auch mit beiden Händen getragen werden. Geht es damit schnell?
Naja, naja. Das ist noch akzeptabel. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Können wir noch nichts machen. Zaubertrank der geringen Magiker. Kleine Heilung, sehr toll. Wein können wir auch mal mitnehmen. Wein ist immer schön. Ein bisschen Brot, falls wir irgendwann später hungern werden. Wenn wir uns heilen wollen. Gusseisener Topf brauchen wir erstmal noch nicht. Dann haben wir hier Kessel. Ja, den haben wir kaputt. Na, wo sind die Kartoffeln? Da! Kartoffeln können wir mal mitnehmen. Man weiß ja nie, wir stoßen irgendwie alles weg. Weißt du, wir sind so ein Klotz. Weil wir so ein fetter Ork sind. So, jetzt können wir mal gucken, was hier drin ist. Da sind doch hier ein paar Tränke drin, die nehmen wir alle mal mit. Boah, guckt euch das mal an. Das ist schon krank. Und fertig, hier entlang. Wir sind breit. Ich drück immer Shift, das ist schlimm. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Hört ihr das? Anton! Was ist das denn hier? Oh, Junge, da haben wir dem echt fett eins auf die Hüfte gegeben. Gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht. Das sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Das ist schon... Wir schauen erstmal hier, was wir uns... Und dann nichts wie raus hier. ...können. Vielleicht hat ja jemand Gold. Gold haben wir doch gar nicht bekommen, ne? Das ist so ein bisschen... Das ist merkwürdig. Was heißt merkwürdig, aber... Hier sind noch so ein paar Waffen, die wir nicht brauchen. Wechseln wir mal in die Ego-Perspektive. So. Wir können das Tor knacken. Das, welches? Das, das hier. So, knacken. Da bin ich überhaupt nicht gut. Maus, Dietrichs W, Schloss drehen. Ah, okay. Oh. Da, wir haben es doch geschafft. Da kommt das erste Gold. Was habe ich jetzt genommen? Ach, das war, glaube ich, irgend so ein... Ne? Noch mehr Gold. Zaubertrank. Steigert Magika. Das ist natürlich eigentlich auch ganz praktisch. Hat kaum Gewicht, aber richtig viel Wert. Das nehmen wir einfach mal mit. Ne? Ja... Gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Nö. Zumindest auf, dass man jetzt nicht auf Anhieb liegt, hier noch irgendwie was Besonderes? Nee. Ja, hier liegt noch was Tolles. Durchsuchen Dietrich, die können wir direkt mal mitnehmen. Und Zaubertrank, Eisendolch. Und wir haben hier noch das Buch vom Drachenblut. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal vorlesen soll. Nee. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht könnte ich mal so eine Special-Folge machen, so als gute Nachtgeschichte. Weil das im Let's Play, das wird das viel zu viel ausarten, ne? Das wird ja, keine Ahnung, Viertelstunde oder so dauert das ja locker zum Vorlesen. Das ist ein dicker Wälzer. Na, was guckst du mich so an? Was war denn das eben? Ja, gucken auch immer in den Gängen. Ich bin immer so auf der PlayStation 3 Version. Ich habe nie in diesen ganzen Gängen geguckt. Ich gucke einfach mal, wir probieren das mal aufzubrechen. Das hat sogar gut geklappt. Denn ich habe mir immer so angewohnt, einfach durchzurushen. Aber da übersieht man ziemlich viel. Geldbeutel. 7 Gold, immerhin. Das hätten wir aber so nicht gefunden. Ne? Deswegen, das lohnt sich manchmal dann schon. So, weiter geht's hier runter. Hier sind noch alte, schäbige Robe. Das nehmen wir nicht mit. Ein Skelett, was Gold mit hat. Ja, alles klar. Überall Blut. Na los, beeilt euch. Kann man die Schnappe geben? Nee. So, wir sollen uns beeilen, aber wir schauen uns noch ein wenig um. Hier entlang, ja, ja. Noch mehr Gold, alles klar. Skelette, die Gold mit sich führen, alles klar. Noch mehr Gold, oh je. Wer sind das? Ach ja. Beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang?
Einen Moment. Was? Lass mich nachdenken. Die Untertitel kommen gar nicht mehr, mir fällt mir gerade auf. Hey! Doch, jetzt schon. Nein! Uah. Aufpassen! Scheiße, er hat natürlich gerade geblockt. Aber jetzt. Gebt auf! Ist das schon alles? Was ist denn? Ach, die gehören alle zu mir, oder? Die gehören alle gegen mich. Das hat es getroffen. Er hat gesessen. Aber jetzt haben wir zwei Fälle verbessert auf 22. Boah, so viele. Da hinten sind welche. Da gehen wir direkt mal hin. Scheiße, wir haben keine Ausdauer mehr. Ui. Das ist natürlich blöd. Wir sind halt nur auf Nahkampf ausgerichtet. Zumindest derzeit auch. Macht eine scheiß Blockung weg. Drecksack. Ganz ehrlich. Ach. So. Ja, dem haben wir es gegeben. Mal schauen, was sie so alles mit haben. Eisenpfeile können wir immer mitnehmen. Langbogen ein nehmen wir auch mal mit. So, da war noch eine andere Person hier. Die hat bestimmt auch Eisenpfeile. Jawohl. Das war in der Langbogen. Brauchen wir alles nicht mehr. Gucken noch mal da hinten kurz, ob wir da was übersehen haben bei den paar Kandidaten, die wir noch hatten. Nein. Nein. Ich guck gerade hier nochmal. Armschienen, die hatten wir tatsächlich nämlich noch nicht. So, dann ziehen wir doch direkt mal, ziehen wir die doch mal an. Armschienen. So. So, wir sind ganz schön aus der Puste, aber wir sind halt so ein fetter Ork. Da passiert uns nichts. Das halten wir locker aus. Das können wir locker wegstecken. Mal sehen, wo das hier hinführt. Ja. Dann mach mal. Ein Fluss. Licht, es könnte sein, dass wir. Könnte es sein, dass wir. Bald hier rauskommen. Oder holt uns der Drache ein. Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ja, deswegen stellen wir weg hier. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Das würde ich auch sagen. Lassen wir den anderen einfach mal links liegen. Gibt es hier oben noch was? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier gibt es ganz schön viele Gänge. Dass man so alles entdeckt, ne, weil man früher, also weil ich früher einfach nicht so lang gelaufen bin überall. Aber hier gab es sowieso nichts zu entdecken. Hier gibt es noch ein Skelett, das hat bestimmt Gold. Ha! Wer hätte es gedacht? Boah, 22 Gold. So, hier hinten gibt es nichts mehr. Da war nur das einsame Skelett. Wo? Oh. Da, alles klar. Dann laufen wir weiter. Ich bin schneller als du. Und andere rennt und wir laufen ganz normal. Wir joggen. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Na, wieso kann ich gerade den Geldbeutel? Achso, das ist gar kein Skelett mehr, das ist einfach nur ein paar Knochen. Los geht's. Ui. Was ist das denn? Eine Spinne. Zwei, drei, vier. So viele Spinnen. Stimmt, die gab's ja auch noch. Zack. Ein Schuss. Ein Schlag, meinte ich, das ist ja kein Schuss. Was ist denn das? Was ist das? Hau ich einmal drauf und das Ding ist kaputt. Was kommt denn jetzt noch? Diese Schlange hier. Der war gut. Ja, was erwartet uns noch? Gute Frage. Gold und dieses Frostbissgift ist immer sehr wertvoll, auch wenn es, glaube ich, nur negative Effekte hat. Die noch was? Nee, dann können wir mal gehen. So. Hier oben.
Nichts mehr. Ist hier hinten noch was? Sollten wir hier lang? Scheiße, ich weiß es nicht. Sind wir von hier gekommen? Scheiße, wir sind von hier gekommen. Also einmal in die falsche Richtung gelaufen, alles klar. Können wir die ganze Ausdauer wieder verbraten. So, hier geht's runter. So, und hier waren die Spinnen. Perfekt. Das heißt, wir müssen hier runter. Ja, da ist auch der Typ. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Warum? Was erwartet uns denn hier? Na, sag's mir, hallo. Red mit dir. Hey. Dann halt nicht. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Sehen wir sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und geht. Komm, wir machen es. Geben wir uns mal den Spaß und pfeffern die ein bisschen mit dem Bogen ab. So. Nehmen wir mal die Eisenstreitaxt, machen die auch mal als Favorit. Deckung. Kuhs sind unsere Favoriten. Dann gönnen wir uns einfach mal einen fetten Pfeil. Wahrscheinlich ist es so wie in Minecraft, ich verballer den jetzt. Ihr gehört nicht zur unauffälligen Sorte, oder? Hui. Der sieht gefährlich aus und jetzt haben wir ausgerechnet natürlich. Das wäre jetzt unser. Komm! Ja, zack, da haben wir den doch geschlagen. Bärenklauen. Bärenpelz. Eieiei, ist das viel wert. Und noch zwei Eisenpfeile, die wir drauf geschossen haben. Das hat sich doch gelohnt. Einen Pfeil habe ich aber verschossen, sehe ich gerade. Naja. Weiter geht's. Weiter geht's. Das sieht wieder Ausgang aus. Fing schon an zu zweifeln. Weiter geht's, beziehungsweise raus geht's. Wir sind in Skyrim angekommen, beziehungsweise raus. Aus der Höhle. Damit würde ich sagen, wartet! Tschüss, bis zur nächsten Folge. Wir warten nicht, denn ihr müsst jetzt auf die nächste Folge warten. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.